Nach dem tödlichen Streit in Bad Blankenburg hat sich der Tatverdächtige den Justizbehörden gestellt. Er soll am Donnerstag den 27-jährigen Axel U. brutal zusammengeschlagen haben. Noch am Tatort erlag dieser seinen Verletzungen. Der Aspekt hier kritisch zu hinterfragen, ob es sich um eine politisch motivierte, um eine sozialdarwinistische Tat handelt. Ja, wie gesagt, es war ein stadtbekannter Nazi. Dann muss man das auch in dem Zusammenhang sehen, wo diese Person organisiert ist und was die für Einstellungen mitbringt. Thüringer Heimatschutz ist ja für die 90er Jahre der Dachverband der rechten Szene in Thüringen gewesen. Keine Anhaltspunkte dazu geführt, dass es sich hier um rechtsterroristische Straftaten handelte. Und das spricht am Ende dafür, dass sich nach dem NSU in den Sicherheitsbehörden wenig bis nichts geändert hat.